Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario 64. Ja, das ist eine Wiederaufnahme, weil die vorherige Rohdatei von diesem Part irgendwie ziemlich kaputt war. Ich habe es dreimal versucht zu encodieren und es hat dreimal fehlgeschlagen. Und daher, ja, schauen wir jetzt einfach mal nach, welche... Ah, die grüne Giftgrotte, okay. Da brauchen wir jetzt noch 100 Münzen, um zu unserem heiß ersehnten Stern zu kommen. Und deswegen rasen wir gleich hin und holen uns dort den nächsten geheimen Stern des Schlosses, der versteckt ist in den unter den 100 Münzen oder so. Ja. Ach ja. Ein Hasi ist ja leider nicht mehr da. Haben wir ja schon alle. So, da müssen wir, glaube ich, rein. Genau. So. Ab mit uns in die grüne Giftgrotte. Wir machen mal die 8 roten Münzen. Eignet sich einfach besser zum hier Münzen sammeln. Gleich mal hier am Anfang die 3. So, da kommt dann gleich auch noch hier eine Spinne raus. Die können wir auch gleich. Komm her! Die können wir mittlerweile vernachlässigen. Die ist nicht mehr so wichtig. Hoppala. Oh! Okay. Das war ein bisschen dumm. Ich bin ein bisschen zu nah, zu weit weg von der Wand gelaufen. Naja, passiert. Das war jetzt, ja, ein bisschen ungeschickt. So. Egal. So. Hoppala. Was ist denn jetzt los? Was war denn jetzt gerade los? Also, das kam mir noch nie vor, dass hier irgendwie was geruckelt hat. So, Münzen bitte, danke. Ich zeig's euch, schaut, da ist nichts mehr. Von daher kann das Vieh hier überleben. So, und das Tal der Titankappe ist, wir brauchen uns nicht um irgendwelche Flammen kümmern. Tja, aber jetzt schon, mittlerweile wieder. Und runter mit uns. Boing. Da ist gleich die nächste. Hallo. Hooray! Ich hab die Münzen, weil ich sie mag. Ich sammle Münzen, wie ich es mag. Oder so ähnlich, keine Ahnung. Ist mir gerade irgendwie in den Kopf gekommen. Ich weiß, ich kann nicht singen. Aha. Aber zwischendurch muss so eine kleine Gesangsanlage einfach sein. Mach doch jeder mal. Wenn du jetzt Nein sagst, dann lügst du. Haha, so. Okay. Ding. Schnell, bevor es anstoßt. Anstößt. So. Hooray! So, weil das nicht anders geht, halt. Halt! Ui. Oh Mann, das ist ein Gefummel hier gerade, ne? So, jetzt aber. Okay, hier lang. Und da ist noch eine. Ui. Hoppala, das war ein bisschen zu weit weg. Das sah schon näher aus, das ist immer das Doofe mit der Kamera hier. Sieht näher aus, als es wirklich ist. Naja, wir könnten... Nein, wir machen das jetzt noch kurz. Hua! Komm mit! Da ist die Plattform wieder. Welch magische... Keine Ahnung, was ich sagen wollte. Ja. Ist egal. So. Jetzt sind wir da aber zu nah am Auge, glaube ich. Könnte knapp werden. Halt! Schon wieder zu weit weg. Zu weit rüber. Mensch, blöde Plattform. Und ich würde gern da lang gucken, danke. Hooray! So, mal ein bisschen hierher. Und... Jetzt aber. Ja, perfekt. Jetzt haben wir es aber geschafft. Ja, Kamera, dreh dich ein bisschen.
musst hier ganz vorsichtig sein. Sonst falle ich runter. Und schon ist es geschehen. Ich bin runtergefallen. Oh Mann, aber da kann ich nicht schnell sein, ne? Wenn ich da vorsichtig sein muss. Das ist total schlimm. Oder ich muss einfach engere Kreise. Aber dann habe ich trotzdem Angst, dass ich gegen das Auge stoße. Egal, noch einmal probieren wir es. Ich brauche nämlich die Münzen. Bei der Aufnahme, die jetzt kaputt war, war ja das Schöne, ich habe es nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft, daher ist es jetzt nicht so schlimm, dass ihr das nicht gesehen habt. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe da 28 Minuten probiert und es nicht geschafft. Und 28 Minuten für einen Durchlauf, ne? Damit wir uns gleich richtig verstehen. So. Hoppala. Oh Mann, immer in dieser dummen Ecke, ne? Nö, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Jetzt gehen wir erstmal ins Nebellabyrinth. Oh, wobei. Gehen wir erstmal ins Wasser. Machen wir das Auge später, wenn wir es brauchen. Ich muss jetzt gucken, ob wir hier erstmal zu Nessie müssen. So, ob das sich überhaupt lohnt, ob da überhaupt Münzen sind. Ich glaube nämlich nicht. Egal, wir gehen mal hier raus. Warum ruckelt es gerade so heftig? Ich habe keinen Plan, was da los ist. Hui! Oh nein, die Münze ist verloren. Nein, die ist runtergefallen. Die ist auf ewig verschollen. So, da ist auf jeden Fall keine Münze da drin, weil da ist nur der Eingang bei der Tür. So, Fledermaus, magst du noch herkommen? Dafür habe ich die Münze nämlich nie bekommen. Oh, wo ist denn die blöde Kuh? Da hinten. So, dann gehen wir nochmal hin und schauen, dass sie herkommt. So, nicht zu nah an den Abgrund. Ja, komm her. Put, 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 put. Warum kommen die nicht her? Die fliegt jetzt einmal drum herum, oder wie? So, und dann? Wo ist sie hin? Ich habe keine Ahnung, wo die hin ist. Oh, die Kamera nervt! So, jetzt geht's aber. Danke. Jetzt oder nie. Wow. Das war knapp. Fuck. Oder auch nicht. Oh. Hier waren ja keine Münzen. Aber hier waren welche. Huhuhu. Oh, die holen wir uns gleich hier. Komm her, du blöder Pilz. Ich hab dich. So, und jetzt wollte ich nur gucken, ob... Ich glaube, bei Nessie ist aber nichts. Also können wir uns den Weg eigentlich sparen. Da seht ihr, da ist das Wasser. Da kommt gleich Nessie. Da müsste Nessie sein. Wo ist denn Nessie hin? Hallo? Nessie? Ist sie das? Ich habe da so einen Buckel gesehen. Heute ist das gleich volle Seemonster und frisst mich. Ach nee, da ist sie. Gut. Aber hier sind, glaube ich, nirgendwo Münzen, außer ich glaube drüben. Aber dazu brauchen wir die Titankappe, um dahin zu kommen. Von daher holen wir uns kurz die Titankappe. Und damit voller Action hier runter. So. Wir haben erst 40 Münzen. Also, es wird auf jeden Fall nur ein Level in diesem Part. Denn ich kann diesmal nicht zu sehr überziehen. Ich muss nachher noch arbeiten. So. Ab ins Wasser mit uns. Schnell. Oh, Gott sei Dank, gerade noch geschafft. So. Wenn ich so vor Anspannung immer so ruhig bin, das ist total schrecklich. So, genau, hier kam noch eine her. Eine Spinni. Und das war's, glaub. An Spinnen mit Münzen. Ja, das war's. Egal. Oh, schau mal, wer da ist. Hallo.
Aber Bock auf eine kleine Rundfahrt? Das geht auch so cool. Echt ernsthaft jetzt? Das geht auch so? Oh, komm mal, sie schwimmt dahin, wo wir hinwollen. Das ist doch total cool. Ey, nicht gegen die Wand schwimmen. So lang, genau. Braves Nessilein. Braves Nessilein. Du magst ja nicht lang. Okay, tschüss. Wo schwimmst du jetzt hin? Zeig mal. Oh, das sieht einfach so goldig aus. Okay, wir lassen es jetzt hier in Ruhe weiterschwimmen. Ihre Bahnen drehen. Und gehen nach oben und sammeln weitere Münzen. Ja. So muss das sein. Im Nebellabyrinth wartet schließlich noch einiges auf uns. Oh, da ist ja schon die Plattform. Hoch mit uns! Hoch hinauf! Yeah! Oh, okay. Gleich kommen wir oben an. So, wo ist diese doofe Tür da? Ha, sehr schön. Und raus mit uns und gleich mal rüber zum Nebellabyrinth. Oh fuck, hier sind ja Steine. Hab's voll vergessen. Um ehrlich zu sein, habe ich es am liebsten ein bisschen verdrängt. Fuck. Oh Gott sei Dank. Das ist knapp gewesen. Das ist sehr knapp gewesen gerade. Oh Gott. Das wäre bitter gewesen, wenn ich jetzt runtergefallen wäre. Und in das schwarze Loch. Hey, hallo. Voll vergessen, dass da ja die Steine sind. So. Guten Tag. Oh, das sind ja auch Münzen. Ha, hätte ich doch runter können. Fuck. Ich wollte doch oben drauf springen. Waren es nur zwei? Ja, waren nur zwei. Okay. Here we go. Machen wir erstmal die Maulwürfel kaputt. Weil es total lustig ist. Hui. Da kriegt man Pilze, wenn man die kaputt macht. Total cool. Holen wir gleich mal die neue Mütze. Wenn die schon da ist. Hooray! So, und die war... Moment. Die waren dann... Hier. Genau. Wow, ganz viele! Habt ihr das gesehen? Oh mein Gott. Hätte ich das gleich gewusst, dann hätte ich es locker geschafft. Ah! Oh, geh weg. Ich brauch die Mütze. Ich brauch die Mütze. Ich brauch die Mütze. Oh, fuck. Wo ist die Mütze? Mützi! Oh ja, yeah, ganz viele Fledermäuse. Ah. Naja. Da ist die Mütze. Hol mal die gleich mal. Wo ist die nächste Fledermaus? Da war doch noch eine. Hui, das sind auch nochmal Münzen. Stimmt, das war ja das Viech. Ha! Egal. So. Da war auch noch ein Viech. Oh, wo bin ich denn jetzt lang? Ach, da ist der Ausgang. Okay. Ah, wir machen Maulwürfel kaputt. Hoppala. Was war denn das jetzt? Hat er mich gerade getroffen, als ich rot war, oder was? Bin ich grün? Ich bin rot. Bin ein roter Hulk oder so ähnlich. Keine Ahnung. Nein, rot ist ja der Normalzustand. Okay, dann nicht.
Ach, hier geht's auch noch lang. Genau. Hoppala. Hoppala. So. Hui. Da ist auch noch eine Fledermaus. Okay, perfekt. So, dann gucken wir mal, ob da irgendwo was ist. Da war doch gerade irgendwo eine so, Wand zum Hochspringen. Moment, ich muss mir nochmal hier andere, ich muss mich nochmal gescheit umgucken. Hier war doch irgendwo eine Wand. Ich glaube, die war sogar hier. Ja, genau. Ist da nur ein Stern? Ich glaube schon. So. Schnell, bevor die Fledermaus abhaut. Ah, Fledermaus! Ich hätte gerne deine Münzen. Danke. Und dann würde ich gerne da hochgehen, um zu gucken, ob da denn auch Münzen sind. Wir brauchen nämlich nur noch 8 Stück. Und wir dürfen nicht vergessen, wir brauchen auch noch die roten Münzen. Da sind ja auch noch 4 Stück da. Okay, hier ist nur ein Stern. Gut, dann gehen wir wieder runter. Und dann gehen wir uns jetzt zu den roten Münzen und sammeln die ein. Perfekt. Wenn ich das gewusst hätte, dass da so viele blaue Münzen sind, dann, ja, hätte ich mir da mehr Mühe gegeben. Aber das habe ich am Anfang, ich habe nicht gecheckt, wo die sind. Stand ich so ein bisschen rum. Ah, wo bin ich hier? So. Augenblick. Damit wir ihn nicht mehr halb ersticken. Keine Ahnung, wo ich eigentlich hin muss. Aber ist egal. Whee! So. Und jetzt? Ah, hier lang. Uah, geh weg. Aber das schafft man zum Beispiel... Ich weiß nicht, wie man die Augen zum Beispiel da besiegen soll, weil mit einer Titankappe schafft man es da nie rechtzeitig hin. Das schafft man nicht. Weil man muss ja noch die scheiß Plattform bewegen da. Und die ist da schon voll der Krampf. Ja. Hey, 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 was war denn das jetzt? War ich ja gerade voll komisch drauf. So. Hoppala. Aha, daneben. Okay, dann halt nicht. Dann nochmal. Komm, noch. Wir haben es doch gleich geschafft. Mehr Erfolg als bei der kaputten Aufnahme. Als ob die Aufnahme wollte, nee, du schaust, zeigst nicht, wie du gefailt hast. Du zeigst nur, wie du es schaffst. Hui! Hoch mit uns! Wer spuckt da Flammen? Da spuckt doch irgendjemand mit Flammen. Ach, da drüben. Ach, das ist die scheiß Wand da. Ja. Also, das ist der Eingang. Da spuckt jemand Flammen. Am Eingang. So, ein bisschen hier rüber, bitte, danke. Und jetzt gucken wir mal. Da kommt die erste Kiste, aber da ist wird nichts drunter. Da werde ich mit euch. Oh, welche Überraschung. Nichts. Erste Münze. Und dann kommen wir direkt auf 100. Whee! Also, wenn wir alle zusammen haben. Ein bisschen zurück. Wo ist denn die Fledermaus? Oh mein Gott, da war eine Fledermaus. Das wusste ich noch gar nicht. Und die Münze haben wir jetzt aber nicht bekommen. Ist nicht so schlimm. Wir kommen jetzt eher auf 100. Ich hoffe, da hängt nicht noch irgendwo eine Fledermaus. Aber ich glaube es nicht. Wir haben die ja gerade kaputt gemacht. So. Und... Ding, 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 ding. Und gleich die zweite. Ja, sag ich's nicht. Die zweite Videosequenz. Egal. Here we go! Und jetzt ist gleich die Plattform weg. Ja, ich will gern speichern. Egal. Hooray! Ja, hallo? Der war hier. Und dann können wir damit aus dem Level raus. Gott sei Dank. Endlich geschafft! Ja! Oh, Gott sei Dank, sehr schön. Aber ich würde sagen, wir machen hier auch dann an dieser Stelle gleich einen Schnitt und dann sehen wir uns im nächsten Part fürs nächste Level mit den 100 Münzen.
Ja, bis dann. Tschüss.